Er kann also doch, ne? Naja, vielleicht hat es ihn genervt die letzten Wochen, dass man immer gesagt hat, er ist so ruhig da draußen. Vielleicht versucht er jetzt sein Image ein bisschen zu verbessern, indem er ab und zu mal auch sich an der Außenlinie zeigt und mal ein bisschen gestikuliert. Wir haben es ja gesehen, einmal war er, glaube ich, 3 Meter auf dem Platz gestanden. Vielleicht verändert er so ein bisschen seinen Typus und geht noch mehr aus sich heraus. Aber lässt sich Lucien Favre verändern? Ich sage, eines Tages werden wir sagen, was dem Klopp fehlte damals, war so ein bisschen die Explosivität eines Lucien Favre. Ja, aber Favre lässt sich doch nicht verändern, oder? Also dem ist das doch wurscht, was Medien schreiben. Ja, aber Laura, er zeigt es ja gerade. Er zeigt ja gerade, am Wochenende ist er da aufgesprungen wie ein HB-Menschen. Heute war er sehr oft zu sehen, wie er nach vorne gesprintet ist und sich gefreut hat und gestikuliert hat. Das hat er in den letzten Wochen und Monaten fast ja nie von ihm gesehen. Also ich glaube schon, dass ihn das ein bisschen genervt hat, vielleicht die letzten Wochen, dass man so darüber gesprochen hat. Und vielleicht verändert er, er muss ja nicht deswegen komplett verändern, aber ein bisschen mehr Emotionen. Ich glaube, die tun auch ihm ganz gut. Also Bestleistung sozusagen von Lucien Favre an der Seitenlinie. Wollen wir auf die Spieler schauen? Wer hat euch da sehr gut gefallen? Du hast noch was für den ja, Favre. Ja, ich wollte nur ganz kurz, das, was Mario gesagt hat, wird übrigens auch von allen Usern so wahrgenommen. Nämlich zu Favre, ich bin eigentlich kein Fan davon, Trainergebaren an der Seitenlinie überzubewerten. Aber sein ganzes Auftreten in den letzten 2 Wochen wirkt so, als würde er aktiv an seinem Image arbeiten wollen. Und das mit Erfolg. Also es kommt scheinbar auch gut an, muss man Hast sagen. Hast du das getwittert? Das waren ja genau deine Worte. Mal, lass mich noch mal gucken. Nein. Trotzdem die Spieler. Wer hat euch da gut gefallen, Flo? Ja, ich bin Julian Brandt-Fan, weil das ist ein Typ, der mir imponiert. Aber ich fand da auch eben sehr bezeichnend, ging ihm so ein bisschen unter, wie Delaney, das waren 10 sehr lange Sekunden, Lucien Favre geherzt hat. Das sind schöne Zeichen. Und weil wir über Vergleiche ja auch diesen Abend sprachen, Niko Kovac hatte in der Saison letztes Jahr einen gleichen Moment, da wurde ihm vorgeworfen, zu lethargisch zu sein. Und er sagte immer, er liest das nicht. Natürlich liest er es und bekommt es mit. 2 Spiele später ist er an der Seitenlinie abgegangen wie ein HB-Männchen. Also die Trainer bekommen das natürlich, schon die sind mit. Auch genervt. Und absolut. Und da geht es dann nur ein bisschen auch um Authentizität. Ich glaube, dass Favre auf einem guten Weg ist. Und Wolfgang, ja. Ich weiß nicht, warum alle so tun, als hätte ich den. Ich finde, der Mann hat sich sehr fokussiert. Es ist alles wunderbar. Und aber wenn du sagst Julian Brandt, aber Hakimi mit einem Doppelpack, das finde ich schon sehr bemerkenswert, wie der in den letzten Wochen nach vorne kommt. Das gefällt mir sehr. Also gefällt mir sehr. Wenn man mal so auf die Statistiken auch schaut. Ich habe gerade mal so bei den Spielerstatistiken geguckt. Also erstmal 2. Halbzeit 14-3 Torschüsse für Borussia Dortmund. Und bei all den genannten Namen muss man auch Mats Hummels mal sagen. Der war heute auch der Kapitän, war Reus ja nicht dabei, war verletzungsbedingt. Und der hat in der Abwehr gerade in der 2. Halbzeit wirklich, kam nicht mehr so viel, aber hat insgesamt dafür gesorgt, dass da hinten wirklich Ruhe im Karton war. Und das ist auch eine Personalie, die, glaube ich, dem BVB, je länger die Saison dauern wird, immer mehr gut tun wird. Und umgekehrt tut sie den Bayern halt gerade nicht gut, weil sie eben auch viele Verletzte auf der Position haben. Und da weiß ich, dass Lucien Favre wollte Mats Hummels nicht haben. Das weiß ich ganz sicher. Er wollte ihn nicht haben. Weil? Welche Begründung? Er wollte ihn nicht haben. Tja. Jetzt will er ihn vielleicht doch haben. Weiß ich ganz sicher, dass Lucien Favre ihn nicht haben wollte. Da hat der Mario nicht unrecht. Aber trotzdem muss man sagen, bei Dortmund doch richtig aufgehoben, Hummels. Das wird sich noch zeigen. Also auch da, wenn man Dortmund, die Personalie Hummels ist in Dortmund nicht unumstritten. Es gibt eine Ultraszene, die Mats Hummels immer noch sehr, sehr kritisch sieht. Das darf man nicht vergessen. Und es gibt beileibe nicht alle auf der Südtribüne, die Mats Hummels zujubeln. Es gibt vor allen Dingen eine Riesendiskussion in Dortmund, dass Mats Hummels Kapitän ist. Da hinten bekomme ich gerade Zustimmung, das freut mich. Es ist wirklich ein Riesenthema. Und Mats Hummels hat keine andere Aufgabe, als mit Leistung zu überzeugen. Es ist ja auch ein EM-Jahr, ne? Das wird ja auch der Mats Hummels wissen. Also Mats Hummels kann man jetzt noch nicht final bewerten, aber dass der was drauf hat, das hat er zu Genüge gezeigt. Wir sprechen.